Gut. Dann kommen wir zu V02, Zukunftsprogramm Bildung Berlins Schulen von Grund auf überholen. Stefanie Remlinger stellt ihn vor und hat 3 Minuten dafür. Ja, ihr Lieben, kleiner Rollenwechsel, dann versuche ich euch mal mit ein bisschen Bildung zu unterhalten. Ihr Lieben, was mir am Senat, insbesondere der Bildungssenatorin, am meisten fehlt, ist ein bisschen mehr Leidenschaft für die Bildung und den unbedingten Willen, Berlin vom letzten Platz wegzuholen. Ich will, dass wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir nicht einfach nur weiter hinnehmen und uns daran gewöhnen, dass wir keine flächendeckend bildungsgerechte Schule in Berlin haben, dass wir keine inklusive Schule haben. Ich will, dass wir uns nicht daran gewöhnen, dass wir Schulen in der Stadt haben, wo wir über 40% Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher haben und nur 20%, die den Schulabschluss schaffen, den mittleren Schulabschluss. Und ich möchte auch, dass wir uns nicht daran gewöhnen, dass wir uns auf die Nichtgesprächskultur des Senats an der Stelle einlassen, nach dem Motto, wenn man über Probleme in der Stadt nicht spricht, dann können wir uns schon auf die Papis und Mamis in der Verwaltung verlassen, die dieses Problem lösen. Wir dürfen nur ja nicht den Fehler machen, darauf hinzuweisen, Dinge beim Namen zu nennen. Ich möchte all das durchbrechen. Und ich glaube, dass auch gerade diese Kultur zu einem massiven Vertrauensproblem geführt hat, zu einer massiven Kommunikationsstörung, einer Kommunikationsstörung, die auch gilt bei dem Thema, was wir jetzt direkt hier verhandeln, dass die Bildungsverwaltung sagt, da ist viel Geschrei über schlechte Schulgebäude, über herabfällende Fenster und durchbrechende Böden. Aber unsere Schulgebäude sind doch gar nicht so schlecht. Wir sind ja nicht in Afghanistan. Jetzt übertreibt mal nicht so. Ich glaube, dass wir heute nicht ein Zukunftsprogramm Bildung verabschieden. Das würde ich, glaube ich, auch nicht versuchen, unter dem V-Antrag zu verstecken. Aber was ich gerne möchte, ist, dass wir als ersten Schritt, dass wir es ernst meinen mit der Bildung, dass wir es ehrlich meinen, dass wir unsere Ehrlichkeit auch über harte Arbeit an dem Thema transportieren, uns als ersten Schritt zu einer anderen Kommunikation, zu einer Vertrauensbildung in den Gesprächen mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülerinnen und Schülern und auch den Schulleitern darum kümmern, dass wenn wir zum Dialog in die Schulen gehen, dass wir nicht im wörtlichen Sinne mit der Tür ins Haus fallen. Ich möchte das also tatsächlich, und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir nicht in den Wahlkampf gehen können, wo wir diese erste Frage, diese schon von außen erkennbare Frage, ist dieser Gesellschaftsbildung etwas wert? Und ist gute Schule auch etwas, eine gesunde Schule, die dann auch, wo das Gebäude auch wirklich sehr große Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit hat, auf die Krankenstände oder eben nicht Krankenstände hat, auf die Ergebnisse hat. Lasst uns also heute bitte mit diesem Antrag signalisieren, dass wir ganz ernsthaft die Schulgebäude in Ordnung bringen wollen. Und lasst uns auch in die Stadt tragen, dass wir schon ein bisschen Geld für die Schultoiletten organisiert haben. Dass wir als Grüne nochmal 110 Millionen über das SIVA für die bezirklichen Gebäude und darunter 70% Schulen organisiert haben, die ohne uns nicht gekommen wären. Aber damit sind noch viele Fragen offen und die wird dann Clara weiter ausführen. Ich bitte euch nur ganz, ganz herzlich, unterstützt diesen Antrag und auch die weitere Arbeit, die wir bei dem Thema vorhaben, als ersten Baustein für ein Zukunftsprogramm Bildung. Vielen Dank. So, wir machen jetzt erst den V02 zu Ende, würde ich sagen. So viel Spannung halten wir aus. Bisher sind keine Kontrareden eingegangen. Clara Herrmann macht die zweite Pro-Rede. Vielen Dank.
Liebe Freundinnen und Freunde, was wir gerade im Berliner Abgeordnetenhaus und auf Landesebene, Stefanie hat das erzählt, erleben, das ist wirklich absurd. Wir haben einen Senator für Justiz, der sich bei einer Schulveranstaltung in seinem Bezirk als Kreisvorsitzender hinsetzt und sagt, Schulsanierung, das ist kein Schwerpunkt der Großen Koalition. Daraufhin keift dann der Schulstaatssekretär zurück. Wir sind ja nicht in Afghanistan und dieses Schwarze-Peter-Spiel betreiben Sie weiter. Und jetzt sind wir an dem Standpunkt angelangt, dass die Große Koalition sich einig ist. Das Problem Schulsanierung, dass die Schulen nicht saniert werden, das liegt an den Bezirken. Darin sind Sie sich jetzt im Abgeordnetenhaus einig. Ja, ich finde das peinlich, weil Sie sich nur damit beschäftigen, irgendwie den schwarzen Peter hin und her zu schieben, aber Sie beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass unsere Schulen so aussehen, wie sie aussehen und dass wir einen Sanierungsstau von 2 Milliarden haben und dass wir endlich angehen müssen, diesen aufzuheben und dass wir die Schulen sanieren, damit unsere Kinder in ordentlichen Schulen zur Schule gehen können. Und da bin ich dann auch unserer Stadträtin hier aus Friedrichshain-Kreuzberg, der Jana, sehr dankbar, dass sie das mal angesprochen hat. Weil die eine Sache ist nämlich das, um wie viel Geld es geht, und da brauchen wir auch mehr Geld und da brauchen auch die Bezirke mehr Geld. Und es ist ein erster wichtiger Schritt, dass hier was passiert ist über die SIVA-Mittel. Und das hat Stefanie ja schon erwähnt, das liegt auch an unserer Beharrlichkeit. Aber ein anderes Problem, was wir haben, ist, dass wir es hier mit einer unglaublichen Bürokratie zu tun haben. Ja? Ich kann nicht eine Schule sanieren aus einem Topf. Also, es gibt die allgemeinen baulichen Unterhaltungsmittel für die Bezirke und die Investmittel. Es gibt das Schulanlagensanierungsprogramm und unter dem Schulanlagensanierungsprogramm gibt es ein Sonderprogramm mit 7.000 Euro pro Schule. Und da Gelder zu beantragen, ist wirklich irre und oberbürokratischer Aufwand, anstatt dass die Schulen zum Beispiel das einfach mal selber verwenden könnten, das Geld. Ja? Dann, wir sind aber noch nicht zu Ende, dann gibt's jetzt neu, da loben Sie sich auch, ein Schulklo-Programm, ja, wieder neue bürokratische Regeln, um Schulklos zu sanieren. Wenn ich also eine Schule saniere, saniere ich die Schulklos aus einem anderen Programm und dann nehme ich noch daher, ja. Also ihr versteht, was ich meine. Dazu kommen noch die ganzen Programme, die wir aus der sozialen Stadtentwicklung haben. Ganz viel wird auch bei den Schulen saniert aus dem Programm Stadtentwicklung, zum Beispiel soziale Stadt, Stadtumbau Ost, Stadtumbau West. Unsere grüne Position hier ist ganz klar. Wer wirklich Schulen sanieren will, mit dem setzen wir uns ernsthaft an den Tisch. Was wir nicht mitmachen, ist dieses absurde Schwarze-Peter-Spiel, weil wir wollen, dass die Schulen saniert werden. Und hier geht es zum einen um die Frage, wie viel Geld. Und da kämpfen wir dann auch gemeinsam. Aber es geht eben auch um die Frage der Struktur. Und es kann nicht sein, dass wir so viele irre Sonderprogramme haben, die so große Bürokratiemonster sind, wie wir beispielsweise an dem 7.000-Euro-Programm erleben. Und dass am Ende irgendwie nur eins nicht passiert, nämlich in Berlin die Schulen nicht saniert werden. Und deshalb wollen wir uns auf den Weg machen, hier diesen Dickicht zu lüften und aus diesem absurden Dschungel rauszukommen und hier stärker die Mittel zu bündeln und nicht diese vielen Sonderprogramme haben. Dabei wollen wir ansetzen an dem Modell, das wir bereits 2008 hier alle gemeinsam auf der LDK verabschiedet haben. Also wenn wir hier heute diesen Beschluss fassen, dann geht es auch darum, wie können wir Schulsanierung vernünftiger organisieren und besser organisieren. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten und ich sage euch, wenn wir dann regieren, dann werden mit uns die Schulen auch saniert. Danke, Clara. Ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, worum es geht, wenn wir es nicht vorher schon in eigener Anschauung gesehen haben. So, ich bitte um eure Stimmkarten. Wer ist für diesen Antrag? V02. Dankeschön. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das ist niemand. Wer enthält sich? Da kann sich auch niemand enthalten. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Applaus.